Am Montagabend hat Fortuna Düsseldorf in Darmstadt gespielt. Wie haben Sie das Spiel gesehen und was haben Sie gesehen? Ja, das Spiel war natürlich dann geprägt durch der Führungstreffer von Darmstadt und die dann rote Karte. Von daher wurde es natürlich dann ein Spiel auf ein Tor, das die Darmstädter natürlich sehr gut verteidigt haben. Und dann ist es natürlich auch für eine Spitzenmannschaft wie Düsseldorf einfach schwer, sich da durchzusetzen. Nichtsdestotrotz hat man die Klasse von Düsseldorf gesehen, hat man gesehen, welche individuelle Qualität sie haben, beispielsweise mit Haraguchi, mit Usami, mit Roman Hennings. Und aber es war sicherlich ein Spiel, das jetzt nicht unbedingt jetzt zur Gegneranalyse getaugt hat, aufgrund der Situation, wie es war. Und deswegen haben wir uns schon mehrere Spiele von Düsseldorf auch angeschaut. Was unterscheidet denn überhaupt den Tabellenführer in dieser sehr verrückten Liga von anderen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen weiter unten stehen aus Ihrer Sicht? Das ist die Konstanz, ist sicherlich eine der konstanten Mannschaften in der Liga. Ich muss einfach sagen, dass Friedhelm Funkel da einen wirklich ganz, ganz tollen Job macht. Wieder mal, ja, Friedhelm Funkel ist ja so für meine Trainergeneration, ich bin glaube ich so knapp 10 Jahre jünger wie er, ist das natürlich irgendwo auch ein gewisses Vorbild, vor allem auch was die menschliche Seite und was die Werte betrifft und auch was die Konstanz betrifft. Also er wird, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann wird er dieses Jahr das mit dem 6. Verein aufsteigen. Und bei diesem ganzen Hin und Her in dieser Liga dieses Jahr ist Düsseldorf eben einer der wenigen Vereine, die eben sehr konstant gespielt haben. Das unterscheidet sich einfach vom Rest der Liga. Ich kann mich noch gut erinnern, Herr Dutt, als wir hier, glaube ich, nach der Niederlage gegen Heidenheim saßen, haben Sie gesagt, ja, Passwege, Laufwege, das passt noch nicht. Wenn ich jetzt so die Kontinuität sehe der letzten Spiele, wo es immer weiter bergauf geht, sind wir jetzt schon fast so weit, dass Sie sagen können, ja, ich bin fast da, wo ich die Mannschaft haben wollte? Nein, das wäre noch deutlich zu früh. Und auch, ich sage mal, ich habe auch das Gefühl, und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir morgen gegen Tabellenführer gegen Düsseldorf spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass nach dem Sieg gegen Braunschweig vielleicht unsere sicherlich zugegeben ganz ordentliche Leistung der letzten Wochen aber etwas auch überhöht wurde und wir vielleicht Gefahr gelaufen wären, vielleicht gegen einen oder anderen Gegner, was auch nicht passieren darf, aber vielleicht meint man dann, dass das alles so dass das alles automatisch weitergeht. Natürlich waren gegen Braunschweig vielleicht vermehrt Dinge zu sehen, die wir trainiert haben, aber wir sind noch lange nicht an irgendeinem Punkt, wo wir A sagen können, das Saisonziel, das Korrigierte ist erreicht. Und wir sind natürlich noch lange nicht an einem Punkt, dass wir sagen können, wir sind jetzt nah an dem, wie wir uns den Fußball dauerhaft vorstellen. Und ich glaube, es gibt eigentlich keinen besseren Gegner wie Düsseldorf, den Tabellenführer, der die Sinne schärfen kann, der einen auch auf Spannung hält. Und ich erwarte ein offenes Spiel morgen. Also wir gehen da schon rein, auch wenn es der Tabellenführer ist, mit dem Selbstbewusstsein ein offenes Spiel zu gestalten. Aber ich glaube, gerade weil es der Tabellenführer ist, ist es mir als Trainer ganz recht, dass überhaupt erst keiner sich von der Mannschaft, von den Lobhudeleien da so ein bisschen anstecken lässt, sondern dass er sich auf seine Leistung fokussiert und versucht, die Aufwärtstendenz der letzten Wochen zu bestätigen. Und von daher kommt der Gegner ganz recht, finde ich. Ja, ist doch ganz klar, wenn du Spiele gewinnst und da ist eine Stimmung in einer Mannschaft immer gut. Als Trainer habe ich halt irgendwo die Aufgabe zu schauen, ob so eine Stimmung dann letztlich auch in weitere positive Energie irgendwo kanalisiert werden kann oder ob so eine Stimmung so zu einem Nachlassen dann führt. Ja, das ist halt ein schmaler Grat und das ist ja auch bei 25 jungen Menschen, die du im Training hast, ja auch nicht bei jedem gleich und gleich sichtbar. Und das ist halt immer die große Aufgabe zu sagen, dass positive Stimmung dann auch nachher positive Leistung nach sich ziehen sollen. Ich habe aber auch oft genug erlebt, dass man vielleicht auch mal dann den Punkt verpasst und es in die andere Richtung geht. Also es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, aber
insgesamt war dieses vor allem öffentliche Lob. Intern sind wir mit dem Spiel genauso sachlich umgegangen wie sonst auch immer. Wir haben die Szenen analysiert, haben die guten Szenen herausgestellt, aber auch die Dinge, die nicht so gut waren. Aber öffentlich hatte ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen too much war. Natürlich freut einem das alles im ersten Schritt, das ist immer schöner, als wenn man kritisiert wird. Ab dem zweiten Schritt sieht man halt auch die Gefahr hinter einem Lob. Und von daher gilt es halt immer, sich zu fokussieren, und das versuchen wir schon heute auch im Abschlusstraining nochmal zu tun. Ich brauche ja hier jetzt auch niemand was vormachen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir auf 4, 5 Positionen was verändern. Natürlich sind die Situationen, die du letzte Woche hast, wenn du Spieler wie ein Patrick Fabian mit so einer Qualität, der natürlich auch in den ersten Spielen, als ich da war, natürlich auch eine sehr gute Leistung gehabt hat, und dann auf der gleichen Position ein Tim Hoogland, ein Jan Jamra spielen kann. Und klar, denn unter rechts kann ja, Jan kann auch rechts spielen, da ist aber auch ein Spieler in einer Topform gerade mit dem Kapitän. Aber da gehört es einfach zu meiner Pflicht, das jede Woche nochmal neu zu bewerten, ob es denn auch so richtig ist, dass man da so reingeht oder ob man da eine Veränderung vornimmt. Aber ansonsten gibt es natürlich, auch wenn dahinter kräftig Druck gemacht wird, wie gesagt, ich habe letzte Woche Thomas Eisfeld nicht umsonst genannt, hat jetzt ein Tor vorbereitet, ich habe Johannes Wurz nicht umsonst genannt, auch die anderen Jungen dahinter versuchen richtig Druck zu machen, und deswegen überprüft man das schon, aber ja, es wird sicherlich allzu große Änderungen wird es nicht geben. Nein. Zum Beispiel bei Timo Pertl aus, der war mal wieder drin, dann habe ich ihn längere Zeit wieder nicht auf dem Platz gesehen. Wie ist da der aktuelle Stand? Was können Sie dazu weitergeben und sagen? Also der Plan ist jetzt bei ihm eindeutig so, dass es jetzt keinen Sinn macht mit allem Aufbautraining und so weiter, macht es jetzt keinen Sinn mehr, ihn eventuell noch für das letzte Punktspiel oder so irgendwie zu planen, sondern es ist jetzt eigentlich der Plan da, dass er komplett auskuriert, dass er die Sommerpause auch nützt und dass er dann für uns einfach eine vollwertige Alternative, weil ich kenne ja Timo Pertl, kenne ich ja als Spieler, hat er früher gegen meine Mannschaften ja auch schon gespielt, und das ist sicherlich ein Spieler mit einer absoluten Top-Qualität, und wenn er in der neuen Saison ein interner Neuzugang ist und eine Alternative ist auf der linken Seite, dann ist es sicherlich von Vorteil, und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, dass er sich komplett jetzt konzentriert und dann zur neuen Saison, zur Vorbereitung hoffentlich wieder einsteigt. Ja, natürlich, aber das ist, ich tue mich immer schwer, in diese Krankenakten dann immer so reinzugehen, aber natürlich ist es durchlebt der Wellentäler, weil als ich ja kam, war er ja 2 Tage auf dem Platz gestanden, dann gab es nochmal einen Rückschlag, aber ich weiß auch, dass die Spieler auch zu Recht in so Situationen sehr sensibel sind, und keiner will, dass sich ständig jemand über seinen Körper öffentlich auslässt. Das ist ja nicht gut heutzutage. Ja. Und von daher sage ich, will ich ihm gerne die Zeit und die Ruhe geben. Und aber auch durchaus den öffentlichen Hinweis, dass wir uns alle freuen, dass wenn er dann zur neuen Saison fit ist, dass wir da wirklich eine qualitativ tolle Alternative dann wieder haben.